Nach einer Stunde des Waschens werdet ihr von Teria Saadfest, der Pereine-Geweihten Kunchoms, entlassen. Zwar fehlt euch Achmat, der in einem Anflug von Dummheit nackt durch die Straßen lief, um einen neuen Wappenrock zu holen, doch den werdet ihr sicherlich irgendwann finden. Spätestens, wenn er zurück zum Kontor kommt. Die schwarze Wut auf dem Schiff im Kunchumer Hafen und ihr direkt in diese Angelegenheit verwickelt. Hoch ansteckend und tödlich. Ob ihr euch darum bemüht oder dies anderen überlasst, ist komplett eure Entscheidung. Und damit beginnen wir. Ihr steht auf dem großen Marktplatz der Stadt, allesamt in rein weißer Kleidung, Pluderhosen und einem Oberteil mit Schnüren, könnte man euch fast für eine Mischung aus Pirat und Novadi halten. Und während ihr euch begutachtet, den Staub der Straße einatmet, kommen auch direkt vier Händler auf euch zu, die euch Datteln, Orangen, Sklaven und Kamele anbieten. Das hat was von einem Büßergewand, sagt Ömer, streicht sich sanft über die saubere Kleidung und ja. Schaut dann wieder ehrfurchtsgebietend zum großen Herrn Jala an. Besonders modisch ist es nicht. Und das soll auch nicht modisch sein, wir werden uns morgen neue besorgen lassen. Heute, ich schau mal zum Himmel hinauf, wie ist denn die Zeit? Ja, die Zeit, du würdest sagen, es ist ungefähr... Ja, jetzt bräuchte man sowas wie eine Orientierung oder eine Wettervorhersage. Natürlich, Sekunde. Ja. Früher Nachmittag. Wir sollten am besten jetzt schon beim Schneider auflaufen. Nachdem wir unser Gold haben. Sagt Ömer, wisst ihr einen guten Schneider? Natürlich, natürlich. Ich kenne einen guten Schneider. Etwas, was auch euren hohen Wünschen bestimmt angemessen ist, hohe Herren. Könnt ihr uns zu einem führen? Das soll nicht euer Schaden sein. Aber natürlich, gerne doch. Folgt mir. Schiebt er sich sanft an dem Magier vorbei, um die Gruppe zu führen zum nächsten und natürlich besten Schneider der Stadt, denn diese Leute scheinen ja hier Magier zu sein, Helden. Ja, die Leute wollen ganz gerne nicht nur geldlos werden, sondern auch entsprechend ja, Ware kaufen. Ich dachte, ihr seid immer noch pleite. Und der Schneider wird sicherlich nicht innerhalb von einer halben Stunde unsere Kleidung zusammenschneiden können. Möchtest du sie zu einem entfernten Cousin von dir bringen? Das ist wohl, glaube ich, der Schwippschwager deiner Schwester von ihm, der Onkel? Oder möchtest du sie zum besten Schneider bringen? Ja, das kommt ja drauf an, wie gut ich ihn einschätze. Ich habe ja selber Schneidern auf 10. Wie gut schätze ich meinen Schwippschwager da ein? Ja, bei dem hast du vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Er hat dich so ein bisschen eingewiesen. Dann bist du so ein bisschen spezialisiert in Richtung von Segeltuchern gegangen. Aber wenn du dann eben im Familienbetrieb gelernt hast, dann wird er sicherlich... es ist ein Geheimtipp, ne? Also es ist jetzt niemand, wo dann Touristen hingehen würden, die dann irgendwann mal in Kunchum eingetrudelt sind. Aber er sitzt einfach in einer sehr entfernten Gasse und er ist aber wirklich der Beste. Ja, dann gehen wir mal dahin. Gut. Ah, ich kenne da Abu. Abu macht die tollsten Kleider und Hosen. Nickt Abu, nickt Ömer und führt die Leute eifrig durch die ganzen verschlingenden, schlangenden Gassen immer wieder durch. Immer wieder von den Hauptwegen abweichend. Der wird wahrscheinlich irgendwo unten im Bettlerviertel sitzen, im Armenviertel, oder wo? Ja, bestimmt, klar, da komme ich her. Gut, ja, dann über verschiedenste Brücken, Flusshafen entlang, tiefer Menadi, am großen Bazar entlang, an einer ja, ziemlich ausladenden Herberge, wo wohl auch einige leichte Dirnen davor stehen. Und das ist wohl auch der Weg in Richtung des Chortempels. Dann allerdings biegt ihr ab in eine der etwas ja, tiefereren, dicht besiedelteren Gebiete von Kunchum, die wohl schon ja, hier stehen, seitdem das diamantene Sultanat untergegangen ist. Als wir am Chortempel vorbeilaufen, davor biegt ihr noch ab. Ja, also, wenn wir ihn sehen. Sehen wir ihn? Nein. Nee, kannst du nicht sehen. Na gut. Aber ich glaube, der ist, wenn man hier runter geht, auch nicht so wichtig. Da sollten wir vielleicht noch einmal später hin, um Bericht zu erstatten. Knock, knock. Sollten wir. Ich glaube nicht, dass sie sich scheren werden, aber wir sollten. Salam alaikum! Ah, alaikum salam, immer! Ja, ich habe ein paar Leute mitgebracht, die wichtige Leute sind, die viel Kleidung brauchen. Seht ihr, im Terboniten-Spital haben wir uns das hier gegeben. Wir sind wieder gesund, kein Thema, aber ja, wir brauchen deine Dienste. Abo.
Kommt rein, kommt rein. Schön, euch zu sehen. Wollt ihr einen Tee? Wollt ihr etwas zu rauchen haben? Ich habe gute Sachen da, neue Stoffe. Direkt wohl aus Raschstuhl bekommen. Kamelhaar, was wollt ihr haben? Jadid. Ja. Ein Tee klingt gut. Ja, er schnipst so ein bisschen mit den Fingern, ruft durch das gesamte Haus. Mehrere, ja, verschiedene Türen, die auch offen stehen, wo keine richtigen Türen drin sind, sondern nur so komische Fliegenbänder, die da runterhängen, damit da kein Ungeziefer reinkommt. Und dann nach ungefähr einer Minute, wo ihr dann auf tiefen Sitzsäcken sitzt, kommt dann eine Frau, die euch dann auch direkt einen heißen Tee anbietet, mehrere kleine Becherchen vor euch hinstellt. Und ja, der Mann, zu dem euch dann Ömer geführt hat, bietet euch dann auch direkt ein Maßband an, beziehungsweise stellt sich dann um euch herum, lässt dann den Einzelnen aufstehen nach und nach und vermisst dann Arme, Oberkörper, Beine, den gesamten Körper, der wird dann schnell vermisst. Sagt Abu, wie lange braucht ihr für die Gewänder? Wenn ich direkt anfange, wahrscheinlich einen Tag. Für alle? Gut, für alle, ja. Aber schneller geht nicht. Schneller geht nicht. Wunderbar. Was habt ihr denn für Stoffe da? Zeigt doch einmal her, was ihr habt. Farbe oder... Stoffe. Farbe, weiß. Ja, dann führt er dich, hält dich auch so ein bisschen an der Schulter und drückt dich dann so ein bisschen in den nächsten Raum rein. Du kannst da erkennen, wie da mehrere Regale mit zusammengefalteten Stoffen stehen. Es riecht auch unglaublich merkwürdig, ein bisschen nach Bleiche, ein bisschen nach verschiedenen anderen Farben. Du kannst da wohl auch noch die ein oder anderen Töpfe erkennen, die an einer der Wände auf einem großen Tisch stehen, wo er dann damit eben auch die Kleidung färbt. Verschiedene große Scheren, irgendwelche Messer, mit denen er dann das verschneidet. Und du kannst dann hier quasi dir jeden der Stoffe aussuchen, die dir da entgegenspringen. Also ich habe da auch schon halt nach Wollstoffen, also einfachen, aber guten Stoffen. Rohe Wolltuch, sehr gute Wahl, Fendi. Gibt's hier auch gefüttert? Für kalt, ja. Winter. Wenn du nicht in Kunchum, dann kalt. Ja, das wärmt. Wunderbar. Dann von diesem Ballen die Hose, von diesem Ballen die Robe und vielleicht noch etwas Seide ist dort hinten. Rot, richtig? Seide. Jadid. Bitte? Gute Seide. Ja. Ich befühle mal diesen Ballen oder diesen Stoffballen oder Stoffbahn von Seide, von dem ihr zeigt, vermutlich mal. Direkt aus Samra. Kleine Kinderhände haben geknüpft. Samra-Spinnen. Samra-Spinnen. So. Spinnenseide, gute Qualität. Ja, aus diesem hätte ich gerne ein Hemd. Ein Hemd, Ja, dann gehen wir zurückgehen und meinen Tee weiter schlürfen. Mich da hinsetzen wahrscheinlich und einen Ballen. Dann kann er, wenn ihr möchtet, für jeden von euch ein Gewand nach den Wünschen fertigen. Die Magier, wenn die jetzt spezielle Wünsche an einer Robe haben, Konventsgewand oder so etwas, dann wird er da sicherlich auch jemanden kennen. Er wird dann diese Matrix selber nicht einweben, aber er schickt dann einen kleinen Läufer, der immer verdächtig ähnlich aussieht. Schickt er dann los, auch wenn er ein bisschen kleiner und ein bisschen jünger aussieht, aber der läuft dann wohl für euch mit der Auftragsliste in Richtung der Drachenhaie Academy. Ja, gut, dann würde ich die Roben so bestellen, wie ich sie im Forum geschrieben habe. Perfekt. Genauso. Ich nehme einfach Hosen und ein Hemd. Das reicht mir. Ich brauche leider einen Wappenrock dazu. Ja, dann lässt er sich einmal kurz das aufzeichnen von dir oder kann es eben auch selber nochmal abmalen. Je nachdem, du wirst es dann vorzeichnen, er zeichnet es nochmal nach und dann, wenn du da zufrieden bist, dann kann er dir eben auch dieses Wappen einsticken lassen. Mhm. Gibt dann die Entwürfe, gibt er dann wieder einen Raum weiter an eine der Frauen weiter. Du kannst da wohl auch erkennen, wie da fünf verschiedene Frauen an einem großen Tisch sitzen und alle sind sie gerade am Nähen. Und
die werden sicherlich sehr schnell fertig. Ja, weil das durch viele Hände geht und die Qualität wird dann sicherlich sehr gut sein. Immer wendet sich Alialan, hoher Herr. Sagt, seid ihr Abenteurer? Helden? Habe ich das richtig verstanden? Das könnte man so sagen, ja. Wir fahren zur See. Ich war auch mal auf der See, aber nur als Hilfsmutter. Wirklich? Wo seid ihr denn gefahren? Ich bin auf der Jasmabira gefahren. Das war eine kurze Strecke von Kunchum nach Talusa und zurück. Talusa, das ist südwärts von hier? Ja, ja. Gen Praios, genau. Nun gut, nun gut. Wir werden aber relativ wenig Zeit haben, uns über Geschichten auszutauschen. Es gibt viel zu tun. Wir müssen alsbald wieder ablegen. Überlegt. Braucht ihr noch Hilfe? Was anderes außer Kleidung? Die wird sich jetzt hier machen lassen. Jetzt könntet ihr noch andere Dinge tun. Nur ein paar Kleinigkeiten. Ich kenne mich eigentlich zumindest im Hafenviertel gut genug aus, um alleine zurechtzukommen, aber vielleicht kennst du ja ein paar gute Händler. Natürlich, natürlich. Wenn ihr sagt, was ihr braucht, dann finden wir einen guten Händler. Kennt ihr den Weg zur Drachenakademie? Da werde ich auch hin müssen. Aber die kann man kaum verfehlen, wenn man von hier aus einfach gegen Firun läuft. Ja, ich weiß nicht. Man kann sich in einer Großstadt doch stark verlaufen. Und ich würde ungern in einer dunklen Seitengasse landen. Ja, ja, da sind wir jetzt gerade, aber wohin soll ich denn die hier hohen Herren führen? Zunächst einmal zum Zeughausstelle am Rand. Genau, wir müssen erst zum Konzau. Natürlich. Folgt mir. Ich nehme im Ring an, ich habe allein schon der Praktikabilität halber irgendwo nach dem Temoniter-Hospital meine Rüstung wieder aufgerödelt. Bei der Herberge, wo die leicht bekleideten Frauen stehen bleiben, zeigt Abu drauf, sagt er, da gibt's gutes Essen. Und natürlich schöne Frauen. Die Herberge zum tanzenden Kamel. Sehr einfach, vielleicht nichts für hohe Herren. Aber ansonsten ein kleiner Geheimtipp. Gutes Essen gibt's auch zu Hause, solange Potro nicht kocht. Okay. Wer ist dieser Potro? Söldner. Kann gut kämpfen, aber kochen lassen darf man ihn nicht. Okay. Mir wurde das Bogenschießen einmal gezeigt. Ich musste ihn mal kurz das Bogenschießen. Ja. Warum denn das? Ich meine, so als Stadtmensch muss man doch nicht mit dem Bogen umgehen können. Das stimmt, das stimmt. Manchmal werden Schiffe überfallen und ich wollte mich wenigstens versuchen können zu wehren. Aber es kam nicht dazu. Na, seid ihr aber froh drüber. Das ist keine spaßige Angelegenheit. Gut, dass Achmat nicht hier ist. Er hätte wahrscheinlich wieder einen Anfall bekommen bei der Erwähnung eines Bogens. Hier ist die Stoffdruckerei. Wenn ihr ganz spezielle Drucker auf Stoffe haben wollt, die ganz, ganz toll sind, dann geht das hier auch. Die haben sich darauf spezialisiert und zeigt links von uns das Gebäude. Ganz exotische Sachen machen die auch. Und falls ich mal wieder ein paar oder einen neuen Wappenrock haben muss, werde ich sicherlich daran denken. Oder wenn ihr spezielle Segeldrucker haben wollt, das könnt ihr hier auch machen. Wir segeln nicht. Ja, ja, okay, ja. Ruder bedrucken die, glaube ich, nicht. Zumindest großteils nicht. Ja, dann mit schnellen Schritten erreicht ihr das Zeughaus von Störrebrand, vor dem ihr schon das ein oder andere Mal stehen geblieben seid oder eben auch dran vorbeimarschiert seid. Ömer hat euch tatsächlich mit dem schnellsten Weg dorthin gebracht, beziehungsweise auch auf dem sichersten Weg. Wenn ihr dann hineinkommt, wird dort ein älterer Mann stehen, den ihr auch schon von dem Bankett kennt. Er war wohl immer in der Begleitung des etwas älteren Störrebrand, dem hier wohl alles gehört. Er selbst schaut aber auch gar nicht auf, Turban tief gewickelt, ist so gerade ein bisschen vertieft. Und wenn er dann die Schritte von euch hört, beziehungsweise die von Ömer, der euch dann da hineinblinkt, wird er euch auch gar nicht erstmal begrüßen, sondern ohne von seinem Pergamenten abzuschauen, immer. Bringst du wieder neue Segeltuche? Nein, nein, verehrter Faisal, diese hohen Herrschaften wollten hierhin. Ich bin nur der Bringer und ich führe die Leute durch die Stadt. Man neigt sich tief vor Faisal, der höher gestellt ist als er.
Ja, dann schaut er tatsächlich jetzt einmal auf, verschränkt seine Arme hinter dem Pergament und kommt dann auf euch zu, verbeugt sich auch einmal tief, wie es die Thulamiten tun. Die Herren Helden, schön, dass ich euch hier begrüßen kann. Das Geld wurde bereits für euch zurückgelegt. Die hohen Herrschaften waren wohl recht zufrieden mit eurer Darbietung und sie haben wohl noch einen kleinen Bonus dazugelegt für das Vernichten der Arche. Nun, da sagen wir noch nicht Nein zu. Hab Dank. Wo habt ihr das Geld hinterlegt? Nun, es ist tatsächlich nicht hier, damit wir nicht überfallen werden. Allerdings haben wir bei der Nordlandbank wird es eine Auszahlung geben. Ihr könntet sie allerdings auch dort noch lassen und wir können euch dann die Schuldscheine geben, wenn ihr dies mögt. Ich denke, das wird ausreichend sein. Ich hätte nicht angenommen, dass ihr mit einem Karren vorfahrt und die Dukaten eigenhändig auf schweren Kisten dann verladen wollt. Aber wenn ihr dies wollt, dann wird die Nordlandbank sicherlich auch diesen Betrag euch auszahlen können. Ich halte das in einer Stadt wie Kunchum für keine gute Idee. Ich halte das generell für keine gute Idee. Wir werden den größten Teil unserer Ausgaben mit Schuldscheinen decken können. Und alles Weitere können wir dann direkt an der Nordlandbank in Empfang nehmen, so wie es nötig wird. Genau, außerdem wird es sich lohnen, wenn man ein wenig Geld auf der Bank hat. Naja, zumindest ist es dort sicher. Genau. Wenn er also so gut wäre, uns die Scheine zu überantworten. Ja, einen Moment. Er verschwindet dann einmal im hinteren Laderaum, wird ein bisschen dauern. Ihr könnt das Klacken von Schlössern hören, währenddessen tritt eine andere Dame, etwas jünger, könnte vielleicht seine Tochter sein, tritt dann nach vorne und kümmert sich dann um weitere Kunden, die sich dann hier in diesem Zeughaus so ein bisschen umsehen, irgendwelche anderen reichen Händler. Und nach ungefähr 5 Minuten kommt er dann wieder in ein weiteres Klacken von Schlössern und überreicht euch dann in Wachs eingeschlagene Schuldbriefe der Nordlandbank, unterschrieben von den Handelshäusern Störrebrand. Ich muss gerade mal schauen, Moment. Störrebrand, Dachmani, Madabasari. Störrebrand, Zirkewist, Tergom, Glande und Erben, Madabasari, Dachmani. Das sind nämlich ein paar mehr. Die Hälfte davon kenne ich nicht mal. Sagen die euch was, Karino? Nein, nicht wirklich. Nicht ohne Nachforschung. Ich kenne mich mit Schuldscheinen nicht aus bei Banken. Was passiert, wenn wir diese verlieren? Ist unser Geld dann weg? Selbstverständlich. Wenn ihr sie verliert, sind sie weg. Also auch das Geld. Aber damit ist keine, da wir uns in einer Hafenstadt befinden und viele Händler mit Nichtigkeiten wie dem Wetter konfrontiert werden, sind sie eingeschlagen. Also in Wachs. Das heißt, Regen oder so etwas wird sie nicht verwischen. Aber. Und sind sie namentlich gekennzeichnet, irgendwie, dass bloß jemand Bestimmtes diese Summe abheben darf? Oder darf jeder, der diesen Schuldschein entgegenreicht, die Summe abheben? Jeder, der diesen Schuldschein in seinen Händen weiß, darf das Geld verwalten und schalten, wie er möchte. Ihr könnt euch allerdings, ihr könnt die Zahlen hier oben erkennen, ihr könnt diese natürlich auch in weitere Schuldsteine aufsplitten. Das heißt, wenn ihr nicht mit einem Schein 10.000 Dukaten herumlaufen möchtet, dann könntet ihr daraus auch 5 A2.000 machen. Das erscheint mir sinnvoll, oder? Ich bin mir sicher, unser Buchhalter wird die besten Möglichkeiten dafür finden. Nun gut. Jetzt ist etwas unwohl, 10.000 Dukaten auf einem Stück Papier oder einem Stück Wachstuch herumzutragen. Wie ich bereits sagte, es gab einen kleinen Bonus, den ihr euch aufgrund der, dieses Abends verdient hattet. Die Sultana war wohl recht zufrieden und nach ein wenig Diskussion hat sie euch dieses hier noch mitgegeben. Er holt einen Beutel hervor, den er wohl eben noch in seiner Tasche verwahrt hatte. Das haben wir aus unseren... dies ist jetzt Geld, Diamanten, die aus unserem Besitz kommen. Das heißt, wenn es möglich ist und weitere Handel zustande kommen, dann würde sich das Haus der Madabasari und das Haus Störrebrand sehr darüber freuen, wenn mit uns gehandelt wird, anstatt mit Zirkewist oder Tergom. Natürlich. Nur als kleiner Anreiz.
Wir werden es entsprechend im Hinterkopf behalten. In diesem Beutel befinden sich weitere 2000 Edelsteine. Nehme ich entgegen. Wir haben 2000 Dukaten in Edelsteinen. Und nicht wirklich 2000 Edelsteine. Ja, also Edelsteine im Wert von 2000 Dukaten. Ist schon klar. Kapitän, wir sollten auch Schuldscheine direkt für den nächsten Lohn ausschreiben. Richtig, wir werden also zur Nordlandbank müssen. Ja, zum Glück kennt man mich da schon. Genau, das wird ein wenig Schreibarbeit. Sagt Störrebrand, ihr beliefert Festum, richtig? Wir beliefern so ziemlich jede Stadt. Ich selbst bin der Zeughausverwalter dieses Standorts, aber mein Herr verwaltet, wie gesagt, jede Stadt. Es ergibt sich, dass wir unter Umständen in näherer Zukunft Festum anlaufen. Als ihr einen wichtigen Transport habt, ließe es sich unter Umständen machen, dass wir diesen begleiten können. Also durchführen, verzeiht. Das heißt, ihr möchtet als externer Händler die Waren des Hauses Störrebrand nach Festum liefern lassen? Es ist mein Interesse, dass Festum ernährt wird. Und wenn ich euch dabei helfen kann, so ist dies den Göttern umso gefälliger. Nun, wir sind selbstverständlich bereit, uns einen Handel zu schließen. Allerdings, da das Gefahrenpotenzial sehr hoch ist, müsstet ihr die Waren vorher uns abkaufen, falls sie nämlich nicht versichert sind. Wir können euch nicht einfach so Handelswaren mitgeben, die dann auf hoher See verschwinden. Der Gegenwert einer solchen Transaktion wäre uns zu risikohaft in solchen Zeiten. Natürlich, das ist gefährlich. Das heißt, ihr könnt uns einen beliebigen Betrag von eurem Geld, er deutet auf den Beutel und auch den Schuldschein, einmal in Kiaras und Abelmils Hand, ihr könnt euch einen beliebigen Betrag, könnt ihr Waren bei uns kaufen und über die Handelszonen wird dann selbstverständlich alles verrechnet. Die Waren werden markiert aus dem Hause Störrebrand und können dann dort für wenig Steuern wieder an das Haus Störrebrand verkauft werden. Was kostet denn ein Sack Reis? Ich habe keine Ahnung. Ahmad, dein Einsatz. Mein Einsatz? Ja, was kostet ein Sack Reis? Du hast es rausgesucht. Ja, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es waren 2 Silber pro Sack. Ein Sack sind 100 Kilo.